der zu mir kam und sagte, das sind so ein paar Studenten. Im August 2012 treffen sich Teams aus europäischen Hochschulen mit ihren selbstgebauten Rennwagen der Formel Student in Darmstadt zum jährlichen Wettkampf im Rahmen der Baltic Open. Acht Jahre zuvor sah die Sache noch bescheiden aus. Mit handelsüblichen Kleinwagen ermittelten damals TH-Studenten ihren Stadtmeister in Bobbykarren. Nachdem Professor Wörner den Wilhelminenbuckel freigegeben hatte, stürzten sie sich mit ihren Kampfwagen todesmutig in die Tiefe. Weitere 48 Jahre davor traf man sich mit selbstgebauten Seifenkisten auf dem Merksplatz, um die Vorbereitung für das Downhill-Rennen auf der Teichhausstraße zu treffen. Obi Engel und Peter Merk inspizierten vor dem Start im Safety Car die Strecke und danach konnte es losgehen. Bereits 1951 fand in Darmstadt das deutsche Seifenkisten-Derby statt und auch hier säumten die begeisterten Massen die Teichhausstraße. Der Wettkampf im Jahr 2012 musste außerhalb der Stadt auf einem öden Parkplatz ausgetragen werden. Das macht den Zuschauern offenbar keinen Spaß und entsprechend dünn war die Zahl der Zaungäste. Das ist der Preis des Fortschritts. Alles ist besser, aber nicht unbedingt schöner.